Dienstagabend, 18 Uhr, ihr seid hier, ich bin da und ich freue mich, euch zu sehen. Also eigentlich sehe ich euch nicht und ihr seht nur mich, aber ich freue mich trotzdem. Es sind verrückte Zeiten und ja, alle die, die sich heute auf Dominik Putzmann gefreut haben, muss ich leider enttäuschen. Der Dominik ist zu einem dringenden Einsatz gerufen worden heute Nachmittag und sitzt jetzt wahrscheinlich im Flieger irgendwohin in dieser Welt. Aber ja, wie gesagt, sind verrückte Zeiten und auch da müssen wir dann spontan improvisieren. Also richtig improvisiert ist es nicht, denn ich habe einen wundervollen Ersatzgesprächspartner, auf den ich mich schon richtig doll freue. Das ist ein alter Bekannter aus der allerersten Sendung, der Stefan Niebermann. Bevor wir den Stefan gleich reinholen, denn wir sprechen heute über Vulkanausbrüche und Deep-Sky-Fotografie. Das wird richtig cool und richtig interessant, glaubt's mir. Möchte ich euch das zusammengeschrumpfte Sony Pro Support Team vorstellen. Übrig geblieben ist der liebe Sergej, aber ich schwöre euch, die anderen, die gibt's noch, nur die fliegen auch gerade durch die Gegend. Hallo Sergej. Ja, hi Steffen, hallo, guten Abend zusammen. Ja, tatsächlich musst du heute Abend mit mir Vorlieb nehmen. Die Kollegen sind leider... Ja, das ist doch schön. Die Kollegen sind leider anderweitig im Einsatz und wir mussten auch tatsächlich heute ja schnell und stark improvisieren. Der Stefan war so nett, vielen Dank nochmal an der Stelle, und ist eingesprungen. Das Thema hat jetzt nicht direkt was mit Politik und Journalismus zu tun, aber ich denke, das wird für die meisten trotzdem spannend sein, denn wie Stefan schon sagte, wird Stefan uns eben einen Einblick geben in die Tiefen des Weltalls und auch auf die Schönheit, in die Schönheiten der Natur auf dieser Welt. Und genau, vergesst auch bitte nicht, Fragen zu stellen, und das bitte nicht über die Chat-Funktion, sondern über die F&A-Funktion, die ihr unten im Zoom-Fenster findet. Und ja, ich denke, da wird sich einiges ansammeln heute, denn das Thema ist wirklich sehr speziell und komplex. Und ja, Stefan, dann kannst du auch gleich losgehen. Danke, Sergej. Wir sehen dich am Ende nochmal, wenn du uns mal wieder ein paar schöne Aktionen vorstellst. Ja, ihr Lieben, der Sergej hat es eben schon gesagt. Der Stefan Niebermann macht das größtmögliche Gegenteil von Politik, nämlich Politik irgendwo auf ganz anderen Galaxien irgendwo. Und wir haben ihn in der allerersten Sendung bei uns zu Gast schon gehabt. Das war der Auftakt dieser wundervollen Sendereihe, die jetzt nun auch schon über 5 Staffeln läuft. Und der Stefan hat uns damals verwöhnt mit wundervollen Aufnahmen, Landscapes, es ging um Himmel und Sterne, und heute gehen wir noch ein bisschen tiefer rein und schauen uns mal Planeten an und Nebel und solche Sachen. Aber er hat uns auch Bilder mitgebracht aus Island. Er war nämlich gerade dort und hat dort einen Vulkanausbruch fotografiert und ist ziemlich nah an die Glut, an die Lodernde gekommen. Und ja, ob seine Kamera das überlebt hat und wo da die Schwierigkeiten lagen, das wird er uns jetzt erzählen. Guten Abend, lieber Stefan. Ich freue mich, dich zu sehen, dich wiederzusehen. Da ist er. Ja. Hallo, Steffen. So sieht man sich wieder, mein Lieber. Schön, euch zu sehen. Ich hoffe, ich bin so ein adäquater Ersatz für Dominik. Ich habe gar nichts mit Politik am Hut. Es tut mir sehr leid. Ich bin Landschaftsfotograf, Astrofotograf, und ich hoffe, euch einfach auf eine coole Reise mitzunehmen. Und ja, mit Sicherheit wirst du das tun. Weil, ich habe richtig Bock, mit dir zu reden, einen kleinen Fläuschlein zu halten, und ich freue mich. Für alle die, die die erste Sendung nicht gesehen haben, magst du uns mal ganz kurz erzählen, was du eigentlich machst, welche Art der Fotografie, wovon du lebst, was treibst du? Ich habe Physik studiert und nach der, in der Forschungsarbeit war das langweilig, immer Büroarbeit und da sitzen. Und dann habe ich mir gedacht, ich fotografiere einfach, habe die Kamera geschnappt, habe Astrofotografie angefangen und lebe davon. Was mache ich? Warum oder wie schaffe ich es, davon zu leben? Ich biete Fotoreisen an für die Nachtfotografie durch Namibia, falls ihr Lust habt, durch Island zu reisen, Nordlichter zu sehen, in Namibia den besten Sternenhimmel der Welt zu sehen oder in den Lofoten oder in den Dolomiten mit mir rumzureisen. Das ist meine Leidenschaft, das ist meine Passion. Und Astrofotografie, Landschaft, alles von hinten bis vorne ins jegliche Detail, und ich liebe es, neue Sachen kennenzulernen und zu lernen. Ja, du hast uns damals erzählt in der ersten Sendung, dass du auch so ein bisschen ja fast zufällig zur Fotografie gekommen bist im Labor. Ich kann mich an so eine Geschichte erinnern. Das stimmt, ja. Ich habe Ultra-Kurzzeit-Spektroskopie gemacht, das heißt in Femtosekunden
bestimmte atomare Vorgänge geschaut, also wie Supraleitung entsteht. Und da braucht man sehr schnelle, sehr viele Framerates. Also ich weiß genau, wovon du redest, weil ich habe auch immer gesagt, wenn es bei mir mit der Fotografie nicht passt und nicht klappt, dann gehe ich zurück in die Atomphysik. Und dann, alles klar, da freue ich mich schon, mit dir zusammenzuarbeiten. Vielleicht schaffen wir es, Supraleitung bei Raumtemperatur zu machen, und dann ist auch passend unser Energieproblem gelöst. So, apropos Raumtemperatur, du warst gerade auf Island. Sagt man auf Island oder in Island? Ich glaube schon auf Island, aber sprachlich bin ich nicht der beste Mensch. Das heißt, ich sage ja auch, ich gehe nach Kaufland. Das heißt, da bin ich nicht der beste Ansprechpartner, denke ich mir. Okay, aber du warst jetzt gerade auf Island, und wie sieht es coronamäßig eigentlich in Island aus? Ist das da noch ein Thema? Waren die abgeschottet? Also gerade ist ja erstmal relativ für den Vulkanausbruch. Ich bin eigentlich nahezu immer auf Island. Für den Vulkanausbruch war ich im März auf Island, im März 2021. Und da war auf jeden Fall noch 5 Tage Quarantäne, 3 PCR-Tests. Und da war alles schon kompliziert. Das letzte Mal war ich jetzt im Oktober, 1 Monat für Nordlichtfotografie, zusammen mit Hotel Ranga, ein wunderschönes Hotel dort. Und da war PCR-Test und keine Quarantäne. Alles sehr gut. Und jetzt wurden eigentlich die Corona-Maßnahmen da schon gelockert. Und es ist auch angenehm, ich muss das jetzt ehrlich so sagen, wenn man im Oktober da ist und an der Tankstelle und am Reisen ist und keine Maske tragen muss. Also es ist schwer, wenn man wieder nach Deutschland kommt oder ins Flugzeug steigt und dann eine Maske tragen muss, weil man vergisst es einfach. Das heißt, man macht das nicht aus bösem Willen, man vergisst es einfach. Aber dieses... Für mich war das schon ein Ausdruck der Freiheit, einfach in die Tankstelle ohne Maske zu gehen. Und das ist, weil man ja schnell in die Tankstelle geht. Also natürlich halte ich die Corona-Regeln für sinnvoll, bei uns in Deutschland eine Maske zu tragen im Supermarkt. Ja. Aber zurück. Jetzt habe ich dir so schön zugehört. Ich habe Island schon Ewigkeiten auf meiner Reisezielliste. Aber Island war so in den letzten Jahren so gehypt, habe ich gedacht, oh, alle fliegen jetzt nach Island, ob ich das nun auch noch muss und da unbedingt dieses Schiff, was da rumliegt, und auch noch fotografieren und so. Ich habe das jetzt irgendwie alles gesehen. Das ist kein Schiff, das ist das Flugzeug, was du meinst. Das Flugzeug, meine ich doch. Und da stelle ich dann nochmal ein paar davor und so. Das habe ich alles schon gesehen. Aber was reizt dich denn an Island? Und vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen über Island und gleichzeitig schon mal ein paar Bilder zeigen, die du da gemacht hast. Es war auf jeden Fall wirklich komplett zu 100% der Vulkanausbruch. Das heißt, mich reizt jetzt erstmal nicht so viel an Island mehr, weil, wie du gesagt hast, überlaufen viele Menschen. Was hat mich daran gereizt? Quarantäne. In dem Fall, dass keiner da ist. Also man ist endlich mal alleine wieder an den Spots, wo alle sind, und man ist am Kirkjufell alleine, komplett. Das heißt, das ist auch beruhigend. Man kann wirklich fotografieren, und sonst 100% Vulkanausbruch. Das heißt, ich bin nur wegen dem Vulkanausbruch zusammen mit Bastian Werner gefahren, nach Island geflogen, sagt man. Ich kann euch gerne da auch ein paar Bilder schon zeigen. Erzähl mir mal ein bisschen über die, wie viele Vulkane gibt es denn dort? Jetzt? Zur Zeit? Also insgesamt aktiv. Gibt ja Vulkane, die sind aktiv und inaktiv. Und dann... Das weiß ich doch nicht. So. Ich bin kein Vulkanologe. Ich bin kein Vulkanexperte. Ich bin nur Fotograf. Und das kann ich euch auch erzählen. Ich habe da Vulkanologen getroffen, und die haben auf jeden Fall auch ein bisschen schockiert auf mich geschaut, weil ich hatte keine Schutzausrüstung. Ich hatte keine Helme, ich hatte keine Maske. Und ich war der ganz vorne dran war. Na, dann zeig uns doch mal ein paar Bilder und erzähl ein bisschen was dazu. Das mache ich gerne. Ich bin Stefan. Gerne. Das passt alles, gell? Das ist der Vulkanausbruch. Mein Isländisch ist auch schlecht. Fagradalsfjall, der Isländer könnte das viel besser aussprechen als ich. Was kann man hier sehen? Vulkan, Lava, Rot, gefährlich. Sowas kann ich dazu sagen. Aber ja. warte mal ganz, Stefan, zurück. Okay,
Gibt es mehrere aktive Vulkane dort oder ist das gerade jetzt ein aktiver Vulkan? Es ist zurzeit kein aktiver Vulkan mehr. Ich glaube, im November oder könnte es Oktober? Ich glaube, Oktober wurde er als inaktiv erklärt, weil Okay. 3 Wochen eben nichts mehr passiert ist. Okay, aber du hast im Oktober, hast du noch, nee, März Nein, es war im bin ich März. dann. Ich war Ja. wirklich im März als einer der Mitersten dort. Und jetzt erklär mir doch mal, bist du rübergeflogen, weil der Vulkan ausgebrochen ist und du wolltest das fotografieren oder warst du zufällig drüben? Nein, extra Warst. deshalb. Okay, wie kommst du da hin? Gibt es da so eine, du steigst aus in Island und da steht einer, da gibt es so einen Busbahnhof, der sagt dir, hallo, hier geht's zum Vulkan, einsteigen, Nein, 5 Euro. es ging erstmal zur Quarantäne, wie man es hier sieht. Bastian Werner ist viel Name, auch ein sehr bekannter, sehr guter Fotograf, auch War bei uns Redner. auch schon zu Gast, ja? Der war auch bei euch, genau. Super Mensch. Mit ihm habe ich 5 Tage Quarantäne verbracht und ich kannte ihn vorher gar nicht so doll. Nach Mhm. den 5 Tagen kenne ich ihn natürlich sehr gut jetzt. Und wie man sieht, ich habe die 5 Tage genutzt, um zum Beispiel Live-Talks zu machen, Konferenzen mit Sony-Kameras, mit ganz vielen aufgebaut. Also ich hatte nie eine langweilige Zeit. Ist natürlich schrecklich, wenn man weiß, neben dir bricht der Vulkan aus und alles geht ab und du sitzt da und darfst nicht. Das heißt, du bist immer am Denken, okay, breche ich jetzt das Gesetz oder breche ich das Gesetz nicht? Das ist Das heißt also, du hast das da jetzt Risiko. kein Polizist vor der Tür, der aufpasst, ob du rein oder rausgehst, sondern du musst das schon nach bestem Wissen und Richtig. Gewissen. Okay. Und natürlich wirst du dann auch kontrolliert. Das heißt, wenn du in Richtung Vulkan fährst, weil jeder, auch von der isländischen Bevölkerung, in Richtung Vulkan fährt, da steht natürlich die Polizei da und schaut dann nach Impfnachweis. Hast du die 5 Tage Quarantäne eingehalten? Und wenn du das nicht eingehalten hast, dann wirst du einfach von Island verbannt. Ganz einfach. Und Okay. das ist es dann auch nicht wert. Ja, das stimmt, das stimmt. Wir hatten Drohnen Okay, also. dabei, hatten viel Langeweile. Das ist das letzte Bild. Das heißt, Was ihr ich habt in noch der Bude brauchte. gesessen und habt die Drohne immer mal rausfliegen lassen, dass ihr zumindest ein bisschen was seht. Wir durften ja so ein bisschen raus. Wir durften Spaziergänge machen. Aber der Vulkan war schon so 30 Kilometer entfernt, mehr, 40 vielleicht. Und 40 Kilometer Spaziergang war es halt nicht. Das kannst du keinem erzählen. Okay, so nach 5 Tagen Quarantäne, so habt ihr euch gesagt, jetzt geht's aber los. Genau, nach 5 Tagen Quarantäne sind wir losgestartet und hier siehst du einfach mal so eine Luftaufnahme, um zu sehen, das sind jetzt diese 2 Vulkanschlote, die am Anfang waren und du siehst halt dieses Ausmaß. Ich finde die Aufnahme einfach interessant, um zu sehen, wie der Lavafluss sich nach vorne bewegt. Da fehlt Einfach. jetzt natürlich irgendwie ein Verhältnis. Ich habe keine Ahnung, wie groß das sind. Das ist 1 Meter, 4 Meter, 100 Meter. So, der Schlot war, ich würde sagen, 20 bis 30 Meter hoch, also noch nicht so groß. Und vielleicht das ganze Ausmaß 1 bis 2 Kilometer Okay. maximal. Okay. Und sag mal, der Drohne tut das nichts, wenn du da oben in der Höhe rüberfliegst? In der Höhe gar nichts, aber natürlich sind wir tiefer geflogen. Und dann passiert schon was. Also Was passiert dann? ist schon geschmolzen. Und die Abdeckung und alles geht nicht mehr so richtig. Das heißt, die Drohne hat auf jeden Fall Hitze bekommen und ist geschmolzen. Und ich habe auch einige Drohnen gesehen, die halt eben nicht mehr Drohnen sind. So würde ich das Ich schwöre sagen. dir, in 1 Million Jahren, ja, da werden uns irgendwie, werden so Archäologen durch so Vulkangestein, werden sich wundern, was das für komische Dinger sind mit diesem Propeller. Wahrscheinlich irgendwie so Alien-Technik und die denken dann alle, wir hatten schon Kontakt mit Außerirdischen zu der Ja, Zeit. Ich weiß es noch nicht. weiß man nicht. Genau, und hier sieht man, dass das war das Erste. Man war noch gar nicht da, um einfach einen Überblick zu schaffen. Du kannst es dir nicht vorstellen. Also es war wirklich so, du bist da hingefahren und es gab keine Parkplätze und sowas. Das heißt, es kam ja erst, es ist entstanden und die isländische Regierung, die hat da einfach nur, die hat unfassbar viel und gut gearbeitet, um schnell Parkplätze für die ganzen Massen an Isländern zu schaffen, weil es waren unfassbar viele. Es war nahezu jeder da, der hin wollte. Ach So, was, jeder du kannst da Isländer. Es einfach so war hin und dann machen die sogar noch einen Parkplatz. richtig. Da war sogar, Geil. das fand ich am allerinteressantesten, wirklich outside in der Prärie, da waren nicht mal Wege. Das heißt, es war alles einfach off-road sozusagen. Aber in der Umgebung, da stand halt ein Spender, um deine Hände zu desinfizieren.
Das fand ich am aller, das fand ich richtig cool. Habe ich leider jetzt nicht in der Präsentation das Foto dabei, aber das, da denke ich immer noch dran. Das heißt, wirklich im Out of Nowhere war da ein Händedesinfektionsgerät. So würde ich das sagen. Genau, hier sieht man eben diesen Schlot mit einer Aufnahme zum Sonnenuntergang. Hier auch so ein paar Aufnahmen. Da will ich gar nicht drauf eingehen, weil ich die noch nicht so spektakulär fand, weil ich war wirklich nach den 5 Tagen erstmal ein bisschen enttäuscht, weil ich habe mehr erwartet und dann kommt halt sowas dabei raus. Das fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so cool. Das fand ich schon wieder cooler in Richtung Nacht. Wie kann man sich das vorstellen? Hier waren extrem viele Menschen und extrem viele Sicherheitskräfte. Die haben wirklich gesagt, jetzt dreht der Wind, ihr müsst weg. Ab 22 Uhr war es eben verboten, da zu sein, weil die Sicherheitskräfte eben auch schlafen mussten. Aber das war nicht dieser typische deutsche Polizist, der dich einfach anhöhlt so ein bisschen. Der sagt, ey, was machst du hier, lalala. Das war einfach Freundlichkeit, die kam. Und diese isländischen Sicherheitsbeamten, das Rescue Team, das war einfach stolz darauf, dir zu helfen, dir alles zu erklären und dass eben da ein Vulkanausbruch ist und dass das jeder sieht. Das fand ich wirklich, das war ein tolles Erlebnis einfach. Das kann man hier auch nochmal sehen, hier hatte ich mal einen Zeitraffer gemacht, da sieht man auch, wie die Lava sich Ach, und da links sieht man auch die Leute laufen da. Genau, links, das sind alles Fotografen oder Leute, die eben auch mal die Zigarette angemacht haben, weil das war so ein einmaliges Erlebnis, einfach mal eine Zigarette an der Vulkanlava anzumachen oder ein Würstchen. Wie heiß ist das denn? So wie, als würde man am Lagerfeuer stehen oder was? So nah, wie ich da dran war, erstmal da, so wie am Lagerfeuer. Wenn man dann näher dran geht, wird es natürlich dann exorbitant heiß. Da kommen dann auch noch Geschichten gleich, wenn du Lust drauf hast. Aber hier sieht man eben, das geht noch relativ langsam. Links viele Menschen und ich fand cool, wie das Gras angefangen hat zu brennen. Das heißt auch dieses Erlebnis, ich habe da meinen Stein reingeworfen, einfach einen Stein. Und der hat sofort angefangen mit Brennen. Und das fand ich irgendwie, das fand ich verblüffend einfach. Ja. Hier mal von der 135, ich glaube, 135 mm war das. Meine Aufnahme, das fand ich cool, weil das einfach so ein Mensch war, der da stand. Und es war wirklich anstrengend. Also du musstest 5 Kilometer dahin wandern. Es waren teilweise minus 10 Grad. Es war Island, Sturm, das heißt gefühlt minus 30 Grad. Und du warst schon einfach fertig, weil du konntest ja auch nicht schlafen oder regenerieren, weil es so interessant war und aufregend da zu sein und das mit den eigenen Augen zu sehen. Was ich persönlich schwer fand, war auch die Bildbearbeitung, dieses Rot, was man hier sieht und diese Magma, das war ein Farbdynamikumfang. Ich meine, Sony-Kameras sind recht gut, würde ich mal pauschal behaupten, in Dynamikumfängen. Du konntest das teilweise nicht immer aufnehmen, so wie du es gesehen hast. Und ich habe das hier versucht, so zu bearbeiten, wie ich das gesehen habe, aber es war wirklich schon schwer und ich habe mich echt schwer getan in dieser Bildbearbeitung. Genau, da sieht man mal so eine Nahaufnahme. Fand ich einfach interessant, auch mit diesen 135er. Und dann ging es los eigentlich. Dann fing der ganze Spaß an. In der Nacht ist ein zweiter Krater aufgebrochen, sozusagen. Das ist ein Krater, den du hier siehst, der ist, ich würde sagen, 10 Stunden alt. Das heißt, der Riss unten ist aufgebrochen und dort ist Magma rausgeflossen. Und dann war alles gesperrt für jeden. Und durch den Presseausweis als deutsche Newsreporter sind wir halt durchgekommen. Das heißt, keiner, also die 1000 Menschen, die normal da waren, waren eben nicht da. Das heißt, es waren nur diese italienischen Vulkanologen da. Das sind die beiden. In voller Schutzmontur, mit Maske, mit richtiger, guter Maske, um einfach Schwefeloxide auszufiltern, weil du willst einfach keine Schwefelsäure in deinem Mund haben. Habe ich auch bisschen gespürt, war unschön, muss ich sagen, aber so war es dann. Und mit Helm wegen Gestein und das hatten wir alles nicht. Das heißt, Bastian, ich und die beiden waren da. Das war's. Im Endeffekt. Und das war der Traum. Ich muss sagen, das war dieses Erlebnis, was einfach gut war. Du konntest, da stehe ich, ihr seht es einfach, ich war sofort direkt nah dran. Da gab es keine Absperrung, da gab es keine Rescue-Teams, weil eben noch keiner da war, weil das gerade entstanden ist. Aber wie sagt man so schön, Kinder nicht zu Hause nachmachen? Absolut nicht. Absolut der Stefan nicht. Hat hier keinen Helm auf und keine Maske. Man kann Hubschrauber fotografieren. Hubschrauber mit Lavafontänen. Hier, man kann Sonnensterne in der Magma machen.
das ist doch der Oberhammer. Also es war wie, als hätte ich am ersten Tag wieder fotografiert. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Es war das Schönste. Und manchmal ist Nachtfotografie, Astrofotografie echt langweilig, weil du nur da stehst und 5 Minuten belichtest und nichts machst. So. Klar, kannst du reden und alles, aber das war einfach, das war so, wie nenne ich das, so roh einfach. Das heißt, die Lava ist rausgeströmt, rausgebrochen, hat das wie so ein Glascontainer, so ein bisschen, der Sound war wie ein Glascontainer, wenn du jetzt mal wieder 2 Flaschen Wein am Abend getrunken hast und dann tust du die dann so rein in den Glascontainer und dann zerklört das alles. Genau so hat die Magma eben sich angehört, wenn die auf dem Boden aufgeschlagen ist. Mhm. Hier stehe ich. Das war die Phase, wo ich eben gemerkt habe, okay, man sollte sich nicht in solchen dampfenden Sachen hinstellen, weil da kommt eben dieses Schwefeldioxid und da kommt dann eben die Schwefelsäure. Und es hat gebrannt und hat wehgetan. Das habe ich aber dann erst gemacht. Und was tut man nicht alles für ein schönes Instagram-Foto, gell? War nur Spaß, aber ich denke oft nicht drüber nach und mache erstmal was. Großes Problem. Mann, wir kommen in Teufelsküche bei dem Kram, den du hier erzählst. Ja, das stimmt. Hier, Flugzeug mit Sonnenuntergang, mit Weitwinkelobjektiv, 1635er, mit dem Weitwinkelobjektiv am Vulkan. Was ist das? Das ist Oberhammer geil. Wie so ein kleines Kind freust du dich jetzt noch auf. Aber hallo, ich wurde vom jordanischen Militär beschossen. Mir ist vieles passiert. Aber dieses Erlebnis, das war nochmal dieses Adrenalin, was ich gebraucht habe, einfach, um mich jung zu fühlen. Oh, weil du ja schon mal so alt bist. Vielleicht sieht man das gerade hier, das ist mittendrin. Ja. So stehe ich da. Und so explodiert die Lava. Und da hat keiner was gesagt, dass du jetzt nicht da weg musst. So, ich habe viele Handys gerettet, sozusagen von den Italienern, die aus Versehen vergessen hatten. Was habe ich noch gemacht? Ich habe meine Handschuhe verloren. Das heißt, du hast die wirklich mal kurz hingetan, weil es hier zu heiß war. Und dann hat die Lava das eingesaugt. Dein Objektivdecke vom 1635er ist geschmolzen vorne. Das heißt, das war heiß, auf jeden Fall. Hier sieht man das, was da rauskommt. Ich glaube, du kriegst auch keine Versicherung überredet, wenn du dir... Absolut nicht. Wenn du dir irgendeinen Scheiß baust. Da sieht man das nochmal als Zeitraffer. Es war wirklich ultra heiß. Ich bin am nächsten Tag aufgewacht und hatte, mein ganzes Gesicht war vereitert. Also da war nicht viel zu machen. Also wirklich, das war kein Sonnenbrand mehr, das war Eiter, weil ich war so unter Adrenalin, dass ich gar nicht den Schmerz und die Hitze gespürt habe. Und durch die Infrarotstrahlung. Alter, das ist aber nicht gesund, Stefan. Das war nicht gut, aber das war trotzdem nur 1-2 Tage später ging das auch alles wieder. Aber was macht man für Aufnahmen? Da sieht man mich nochmal. Da vorne stehe ich eben. Und es war warm. Das ist die Naturgewalt. Junge, mir brennt die Stirn weg, Alter. Das ist Bastian. Du kannst da stehen, Junge. Bastian hat sich nicht ganz so nah hingebaut. Und es war wirklich so, ich war ganz vorne und das Magma oder die Lava, die geprescht ist, die ist manchmal so weit geflogen, dass du ausweichen musstest. Das heißt, die ist zu dir hingeflogen und dann musstest du ganz schnell mit deinem Stativ links und rechts gehen, weil sonst hätte die Lava dich getroffen. Dann kam der Italiener an, hat gesagt, ey, was du machst, ist geisteskrank. So hat er zu mir gesagt. Ja, ich würde das jetzt auch, und liebe Zuschauer, was Stefan macht, ist geisteskrank. Nein, absolut nicht. Ja, vielleicht doch, ja, aber ich habe ihm dann gesagt, was passiert, wenn mich die Lava trifft? Und er meinte, du bist so schnell tot, dass du gar nicht merkst, dass du gestorben bist. Und dann habe ich eben zu ihm gesagt, na, perfekt, so, also das ist es eben jetzt und das ist mein Erlebnis, was ich eben mache und was ich teilhaben will. Und ich bin ja auch nicht gestorben, ich sitze hier. Und der Italiener fand das so cool, der hat sich dann direkt neben mich gestellt. Und dann haben wir alle 4 ganz vorne das angeschaut. Ist es ein Foto wert? Ist es das wert? Es sieht ja dann keiner, wenn du tot bist. Ich finde, die Geschichte und das Erlebnis war es wert. Und vielleicht klingt das jetzt auch extremer. Ich will mich jetzt nicht um Kopf und Kragen reden. Das sind die Fotos. Hast du schon. Ja, vielleicht. Oder hier, Langzeitbelichtung.
Langzeit- sieht cool Belichtung. Aus. Das mag ich sehr gerne. Ja. Oberhammer, wie die Lava rausquillt, wie das kommt. Also es war ein begeisterndes Erlebnis und ich empfehle es keinen, so nah ranzugehen, weil das ist einfach nur dumm im Endeffekt, was ich gemacht habe. Aber dieses Erlebnis, das mitzuerleben, wo die ganzen anderen standen, wo das nicht gesperrt war, das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Das heißt, wenn ein Vulkan mal wieder ausbricht, es gibt ja den Ätna, der immer mal ausbricht, dann lohnt sich das schon mal, dahin zu fliegen und das zu erleben. Bei mir ist mein Leben dann doch ein bisschen lieber als jetzt so ein Foto von so einem. Da gucke ich mir lieber deine an. Das stimmt, aber man lebt halt, um zu leben. Und ob ich jetzt 30 Jahre weiterlebe und dann sterbe oder 50 Jahre oder jetzt dann und das nicht merke, dass ich sterbe, das ist für mich eben eine Philosophiefrage. Und weiß ich nicht. Das ist gerade, ich habe da nicht diesen Drang dann, unbedingt zu alt zu werden. Aber da sind wir ja wieder beim Philosophischen. Ja. Sag mal, hier kommt die Frage, deine Langzeitbelichtung. Kannst du dich erinnern, wie lange du die belichtet hast? Die links hier, so zum Beispiel rechts, ich glaube 30 Sekunden. 30, okay. Oder 25, sowas. Ja. Ja, Edmund schreibt auch, wenn man dann doch plötzlich nicht mehr rauskommt zu Fuß, dann kommt man halt nicht mehr schnell genug weg. Genau. Nein. Dann hängt man mit den Füßen in der Lava und stirbt. Und kann nur hoffen, dass es schnell geht. Das war nicht diese Art von Lava. Nee. Das war keine zähflüssige Lava. Das heißt, die ist schnell geflossen. Das heißt, man kann nicht irgendwo hängen bleiben. Das heißt, man kann entweder nur ganz schnell, egal. genau, und dann irgendwann nach zig Stunden sind wir gegangen. Da hat Bastian dieses Porträt von mir geschossen. Und genau in dem Moment, das ist der zweite Grad, der ist ungefähr ein Tag alt, genau in dem Moment, ich schaue da hin und auf einmal, genau wo wir eine halbe Stunde davor fotografiert haben, da öffnet sich noch ein Riss, noch ein viel größerer Riss und auf einmal strömt da Magma raus. Und ich so zu Bastian, ey Bastian, da entsteht ein neuer Krater. Und dann ist genau der dritte Krater entstanden und wir sind halt vor einer halben Stunde weg. Das heißt, ich habe das mit eigenen Augen gesehen, wie sich da ein Riss auftut, aufspaltet und Magma rausfließt. Genau da, wo wir standen. Und ich habe mir gedacht, uiuiui, ganz schön gefährlich. Habe sofort das Telefon genommen und habe die isländische Regierung angerufen. Wirklich. Ja, ich bin Stefan, so ungefähr. Ich bin hallo Regierung, hier ist der Stefan. Diese Hilfs-Support-Line bei diesem Vulkanticker. Und die haben dann gesagt, was ist denn los? Ich so, ja, es ist nachts um 2, ich bin noch am Vulkan. Dann so, ja, was, warum bist du am Vulkan? So ein bisschen. Und ich habe gesagt, es entsteht ein dritter Krater. Und die waren wirklich dankbar und haben gesagt, ach, dankeschön für das, wir schicken Teams hin. Und genau in dem Moment sind dann Rettungswagen und Hubschrauber hingeflogen, um die Lage zu checken. Weil du weißt ja nicht, was passiert. In dem Moment ist das ja wirklich sehr gefährlich, weil es kann ein Riesenkrater entstehen, es kann alles explodieren, eine Magmakammer unten vielleicht, die gefüllt ist, auf einmal sich entleeren. Und deshalb mussten die da nochmal welche hinschicken. Wenn sowas passiert, wie schnell geht das dann? Hast du dann noch eine Chance wegzugehen? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Also Kinder, alles löschen, was Stefan jetzt gesagt hat, alles löschen. Aber hier sieht man ja, wie weit ich weg war. Nicht nachmachen. Aber das war ja sehr weit weg. Also kein Problem. Aber trotzdem, wir sind irgendwann um 4, um 5 weggegangen und die haben nach uns gesucht. Das heißt, die isländischen Sicherheitsreporter Kräfte, so rum, haben gesucht, wo die German News Reporter waren. Okay, und sie haben mich gefunden. Ja, oder wir haben sie gefunden. Okay. Ja. Und dann war das eigentlich dann auch schon zu Ende. Hier sieht man das nochmal. Rechts der alte Krater, der 2, 3 Wochen alt ist, links der Eintag-Krater und in der Mitte der neue. Der ist hier in dem Fall 10 Minuten alt. Was sind das für blaue Lichter, die dahinter? Das ist das Rettungsteam, was kommt. Ich habe eben da angerufen und dann kamen die, und um das zu inspizieren. Das heißt, das war wirklich dieser First Contact. Und ich meine, mit eigenen Augen zu sehen, wie ein Vulkanausbruch abläuft, also wie ein Krater entsteht, wie der Riss aufgeht, das ist phänomenal. Das ist ein Hammer-Erlebnis. Das wollte ich gerade sagen. Ja, das ist ja auch, das erlebt man auch nicht so auf dem Leben, ne? Das stimmt. Ich empfehle es auch, keinen nachzumachen. Aber es wäre auch illegal ohne Presseausweis. Das heißt, wir durften da nur als News-Team hin und deshalb
ist das auch alles normal abgesperrt. Stefan, genau. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann dir noch eine Impression zeigen, das finde ich, das können wir zum Ende auf uns wirken lassen. Ja. Der Nils fragt, hast du einen YouTube-Channel, wo man sich die Aufnahmen mal angucken kann? Ja, genau, die sind alle in 4K auf YouTube. Stefan Liebermann ist mein Name. Also das, was ihr gerade seht, wie ich heiße, so heiße ich auch auf YouTube. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber der Hammer, oder? Also Hammer. Ich meine, die Möglichkeit, wir haben Drohnen, weißt du, die Drohnen gibt es ja auch noch nicht 1000 Jahre. Die gibt es gerade und wir haben einen Vulkanausbruch. Und dann kombiniert man oder es trifft sich Technik mit Natur und dann passiert sowas. Und solche Aufnahmen, die gab es eben vor 20 Jahren nicht. Und das ist ja toll, dass wir die Möglichkeit haben. Also ich kriege bei sowas immer total die Gänsehaut, weil ich denke, unsere wundervolle Erde, diese Elemente kommen ja alle zusammen da, ne? Und diese Energie, die sich unter uns befindet, irgendwo, die tritt ja dort zutage. Und man spürt die und man erlebt die. Und ich glaube, das Gefühl, auf so einem Planeten zu leben, in dem es innen quasi rumort, das ist doch irre, oder? Unfassbar. Also es war, man hat sich ganz klein gefühlt in dem Moment. Ganz bestimmt, klein. Bestimmt. Ja. Ja, Wahnsinn. Also ich werde mir das auf jeden Fall bei dir auf dem YouTube-Channel nochmal angucken. Gerne. Die Drohne konntest du wegwerfen hinterher oder habt ihr neues Gehäuse gekauft? War alles, sag mal nur, die Abdeckung ging nicht. Okay. Das heißt, wir haben uns immer rangetastet. Wir sind immer tiefer gegangen, sind wieder zurückgeflogen und dann, wo wir gesehen haben, jetzt fängt was an zu schmelzen und die Abdeckungen sind eben aus diesem Billigplastik, die schmelzen schneller, dann wissen wir, okay, das ist unsere Höhe, weiter runter dürfen wir nicht gehen. Was ist das für eine Drohne gewesen? Das war einmal die DJI Mavic 2 Pro, aber die einen besseren Job gemacht haben, fand ich, war die Autel. Das war Bastian hatte eine Autel mit, Autel irgendwas, ich weiß auch gar nicht den Namen, und unfassbar gut. Also die war stabiler als die DJI, die hatte auch HDR-Aufnahmen gemacht, das heißt, viele davon hat man hier gesehen. Die hatte längere Akkuzeit und ich muss sagen, also DJI ist nicht unbedingt die eierlegende Wollmilchsau in dem Fall. Wie schreibt man das? Autel? Autel, Autel.
Autel. Ich glaube, Autel cool. Robotics oder so okay. heißt das. Muss mal gucken. Und die sagst du, die ist noch geiler als die DJI? Genau, ich weiß jetzt nicht, die 3 Pro ist halt auch ein Hammer. Aber was Autel macht, die machen einfach richtig gute Sache. Zum Beispiel, du kennst doch den Fall, was in Amerika passiert ist, wo der eine Teenager diese Freundin ermordet hat. Nein. Nicht? Da ist mal was passiert. Das war jetzt vor ein paar Monaten in den Medien. Da war so eine Teenagerin, ich weiß gar nicht mehr den Namen, die war vermisst in irgendeiner Wüste und keiner wusste, der Freund war weg und sie war weg. Und zum Beispiel Autel hatte dann eben eine große Drohne mit den FBI zusammen gestartet und gebaut, um sie zu suchen. Und die Drohne ist eben über die Wüste geflogen. Das heißt, sowas macht Autel auch. Also coole Sachen, coole Projekte. Und damit konnte man eben der Polizei helfen. Nicht schlecht. Puh. Okay, also Autel habe ich auf jeden Fall jetzt hier mal bei mir schon im Lesezeichen, weil ich überlege mir auch dieses Jahr mal endlich mal wieder. Ich hatte schon mal eine Drohne, aber es war nicht mein Ding. Ich habe irgendwie Drohne fliegen, das ist so, ich weiß nicht, war mir zu kompliziert. Ich denke, hast du früher sowas wie Computer gespielt? Nein, nicht mal das. Du musst mal genau deinen Bildschirm freigeben, beenden, damit wir dich mal wieder in groß sehen. Ah, nee, oder wir fangen gleich hier mit. Wir können auch direkt irgendwas weitererzählen. Oder ja, wir haben nur noch 20 Minuten, aber das trifft sich total gut, dass wir jetzt hier, weil das ist auch so ein Thema, was ich unbedingt machen will. Es ist so geil bei diesem Sony Pro Webtalks hier immer. Ich lerne immer so viele Fotografen kennen und ich denke, da habe ich auch mal Bock drauf. Das würde ich auch gerne mal machen. Jetzt hast du mich gerade hier mit einer Drohne zu den Vulkanen geschickt im Kopf. Also ich glaube, das hieß Erde, Mond und Sterne oder so das Thema. Und einfach nur Erde für Vulkan, Mond und Sterne für Sterne. Das war für Sonne, Mond und Sterne so draufgelegt. Und das ist jetzt die ISS, die man vor dem Mond fotografiert. Ob du jetzt Lust darauf hast, wir können gerne drüber reden. Wir können aber auch weiter nach vorne gehen und ein bisschen Deep Sky, ein bisschen Weltraum. Lass uns mal, weil wir haben noch 20 Minuten. Ich würde gerne das Thema Deep Sky mit dir nochmal besprechen, weil ich das unglaublich faszinierend finde. Erklär uns erstmal so ein bisschen. Oder zeig uns erstmal einen Trailer, damit wir reinkommen. Alles gut. Ich wollte nur zu Deep Sky gehen. Einfach, das ist ja. Deep Sky. Also Andromeda, unsere Nachbargalaxie, weit weg. Tausende von Lichtjahren, Milliarden von Lichtjahren weg. Fotografiert mit Sony-Kamera und mit Sony-Linsen. Mit anderen Worten, ich brauche um diesen, wie heißt der Andromeda? Andromeda-Galaxie. Um die zu fotografieren, brauche ich jetzt nicht mal ein Planetarium, sondern es reicht mein normales Besteck, was ich so habe. Ganz genau. Das habe ich sogar in einer 25.000 Einwohnerstadt fotografiert. Okay, also das heißt, warum du das so betonst, ist natürlich die Lichtverschmutzung. Wenn man in einer Großstadt wohnt, ist das wahrscheinlich nicht möglich. Besser hier bei uns in Mecklenburg irgendwo auf dem See, wo nix, der See ist auch blöde, weil dann hast du kein Stativ und so, aber irgendwo in der Walachei in Mecklenburg ohne Lichtverschmutzung. Ist gut, aber ist nicht zwingend notwendig. Also es gibt bestimmte Filter, die alles rausfiltern und du kannst, wenn du es jetzt ganz drauf anlegst in New York, könntest du vielleicht einen bestimmten Nebel wie der Orion-Nebel fotografieren. Jetzt mal Butter bei die Fische. Was brauche ich und wie mache ich das? Das ist schon eine Frage der Technik und des Gears. Ich kann mal zu den Linsen gehen. Ja. Wenn du willst. Du hast jetzt ein paar Charts übersprungen. Also ich kann ja zurückgehen, aber okay. Einfach nur mal, wir brauchen Linsen, die extreme Tele sind. Also sowas 600 mm, 200 bis 600 mm. Das 600 mm F4 hatte ich für die Videodrehs, einfach auch zum Testen. Das ist für viele unerschwinglich. Ich glaube, das kostet 11.000, 12.000, 13.000. Aber genauso gut funktioniert auch das 200, 600er, was eben eine kleinere Blendenöffnung hat. Aber trotzdem funktioniert, weil man sozusagen viele Aufnahmen überlagert. Das heißt, man sammelt Licht ein in der Deep Sky, in der Weltraumfotografie und man macht nicht nur eine Aufnahme. Das heißt, wenn du dir jetzt vorstellst, ich mache jetzt eine Aufnahme von einer Minute, das ist nicht ganz richtig. Ich mache dann zum Beispiel 500 Aufnahmen von 500 Minuten insgesamt und stacke die zusammen, um dann insgesamt zu integrieren. Und dann habe ich mein fertiges Bild raus. Einfach nur viele Aufnahmen, um Rauschen zu minimieren und viele Aufnahmen, um mehr Licht zu sammeln.
Okay, da gehen wir gleich nochmal ins Detail. Jetzt hast du das 135,18. Mit anderen Worten, mein 70-200 würde auch gehen, mit dem Telekonverter vielleicht oder so. Ja, ganz genau. Es gibt kleine Nebel und es gibt größere Nebel. Das heißt, die ganze Orion-Region, weltbekannt einfach. Der Orion-Nebel kennt jeder. Das kann man, diese Region um den Pferdekopfnebel nennt sich das, und Orionnebel, das kannst du bequem mit 135 mm, das kannst du bequem mit 70 mm machen und dort Informationen sammeln, also Licht sammeln. Das geht. Okay, dann geh nochmal zurück und zeig uns nochmal ein paar Bilder und dann erklärst du, oh, herrlich, dann erklärst du bitte einmal ganz genau hier, Andromeda, genau. Zeig uns genau. Mal den Film erstmal und dann erklärst du. Das ist kein Film, das ist einfach nur. Der Film dauert zu lange. Geht auf meinen YouTube-Kanal, Stefan Liebermann, wie schon gesagt. Und ich habe für Sony zusammen mit coolen Videomachern, mit dem Christian, zusammen Sony Alpha Deep Sky Tutorials gedreht. Und sehr hier gut. Könnt ihr draufgehen und ihr lernt alles. Das heißt, wir müssen gar nicht 100 Minuten jetzt darüber reden. Ihr schaut euch das Video an. Ihr wisst, was brauche ich, welche Kamera, was für vielleicht für Filter, was für eine Sternnachführung, damit die Kamera sich bewegt in Abhängigkeit von der Erdrotation und wie man dann die Bilder im Nachgang bearbeitet. Das heißt, dieses Tutorial sagt euch alles. Das habe ich einmal für Andromeda gemacht, für diese Galaxie, und dann habe ich das einmal für diesen Nebel hier gemacht. Das ist der Orion-Nebel, cool. Auch mit 600 mm. Ich finde diese Farben einfach schön. Gibt es auch auf meinem YouTube-Channel, Stefan Liebermann. Welche Kamera hast du hier für den Orion-Nebel benutzt? Für den Orion-Nebel habe ich eine A7 R3 umgebaut, benutzt, Infrarot modifiziert. Für die Andromeda habe ich eine ganz normale A7 III benutzt. Mhm. Und wenn es jetzt in Richtung Nebel geht, wie das, haben wir Probleme, weil unsere Kameras kein Infrarot oder wenig Infrarot aufnehmen, weil wir einen Infrarot-Sperrfilter drauf haben. Ja. Und im Universum ist eben fast alles Wasserstoff, und Wasserstoff emittiert im Bereich vom Infrarot. Und das nimmt unsere Kamera gar nicht oder schwach auf, sagen wir so. Und das heißt, wir müssen die Kamera modifizieren teilweise, um Nebel. Das muss man dann einschicken und machen lassen. Das muss man einschicken, und ich kann das keinen empfehlen, selbst zu machen. Habe auch schon eine A7S dabei kaputt gemacht, weil ich das selbst probiert habe und eben was falsch gemacht habe. Kann ich zugeben, und Fachmann machen, und trotzdem das Wichtigste, was man sagt, auch wenn das ein Fachmann macht, die Garantie erlischt. Das heißt, wenn dann irgendwas mit eurer Kamera ist, mit eurer Sony-Kamera, ist vorbei. Die kann also, man dann auch, wenn man die einmal entsperrt hat, sozusagen nicht mehr für ganz normale Fotos benutzen, oder man doch? Kann die für normale Fotos benutzen, wenn man dann eben wieder einen Infrarot- und UV-Sperrfilter einsetzt. Ja, aber, ach so, okay. Gut. Könnte man im Nachgang so als Clip-In-Filter, wenn du dir das vorstellst, du kannst dein Bajonett, am Bajonett kannst du sozusagen vor dem Sensor einen Filter reinklippen. Ja, verstehe. Das geht, aber trotzdem nicht unbedingt zu empfehlen, aber trotzdem, vielleicht hat jeder noch, oder nicht jeder, jemand noch eine alte Sony A7 I oder eine A7S liegen, und die kann er umbauen lassen. Kostet dann, so ein Infrarot-Umbau kostet 300 Euro, sagen wir mal so, ungefähr mal über den Daumen gepeilt. Und dann kann man Deep Sky fotografieren. Deep Sky heißt, klar, man kann Planeten, man kann den Mond fotografieren, da reicht eine ganz normale Kamera. Man kann Galaxien fotografieren, wie die. Da reicht auch eine ganz normale Kamera. Nur bei solchen speziellen Sachen, wie hier in der Mitte der Pferdekopfnebel in Falschfarben oder hier der Rosettennebel, ich finde den Namen auch wieder der Hammer, den kann man auch, dafür braucht man infrarotmodifizierte Kameras. Das heißt, dieses Rot, was man sieht, ist Infrarot. Links die Plejaden, das ist ein Reflexionsnebel, wie unser Himmel im Endeffekt. Ist ja auch Reflexion und deshalb, oder Brechung. Deshalb sehen wir den Himmel blau. Deshalb ist dieser Nebel blau. Den können wir auch ganz normal fotografieren mit einer ganz normalen Kamera. Aber wenn wir in Richtung Nebel wollen, Infrarotnebel, brauchen wir eine infrarotmodifizierte Kamera. Okay, so, aber jetzt hast du, okay, also ich stelle mein Stativ auf, ich kann kein normales Stativ benutzen, sondern ich muss so ein Stativ benutzen, was irgendwie mit dem Himmel mitführt, hast du erzählt eben. Nee, das Stativ ist ganz normal. Das heißt, du schraubst ja einfach nur eine Nachführung auf, die... Okay, aber du brauchst so eine Nachführung, die packst du oben auf den Kopf. Richtig. Und die gibt es wo zu kaufen? Bei Amazon. Ganz viele Hersteller gibt es. Welche kannst du empfehlen? Phornax Mounts benutze ich, finde ich gut für Deep Sky Fotografie.
Es gibt, wenn du je weniger, mit weniger Brennweiten du fotografierst, desto weniger genau musst du nachführen. Hm. So kannst du es dir vorstellen, da brauchst du auch, da gehen auch kleinere portable Tracker. Was kostet so eine Nachführung? Ich würde sagen, von 200 Euro bis 1000 Euro. Es gibt, ich weiß, die Pentax K1, die hatte so ein Astro Racer intern, da brauchst du das nicht. Das ist eine eingebaute Nachführung. Das okay. war von Pentax wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal. Die hat auch ganz gut funktioniert, aber natürlich für Deep Sky, wenn du da mit 600 mm oder 1200 mm. Dann nicht so. Nicht mehr. Also ich habe wirklich dann noch eine eigene Kamera, eine eigene CCD-Kamera, die ich benutze, um wirklich perfekt einzunorden. Man nennt das einzunorden, weil unsere Rotationsachse ungefähr bei Polaris, beim Polarstern liegt. Das heißt, wir müssen die ganze Sternnachführung einfach justieren in Richtung Polaris. Okay. Aber das Drehzentrum ist nicht ganz Polaris. Um jetzt diese Astrogeeks zufriedenzustellen, die wirklich auch Ahnung haben, die vielleicht jetzt auch hier zuhören, ist nicht ganz Polaris. Ist ein bisschen daneben. Okay. So, jetzt kommt die Kamera auf diese Nachführung. Und das heißt, die Kamera oder diese Nachführung sorgt dafür, dass die Kamera sich quasi mit der Erde dreht in der Achse und auf dem Nebel bleibt, der da gerade abzulichten ist. Ganz genau. So, jetzt hast du gerade gesagt, du machst nicht ein Foto eine Stunde lang, sondern du machst ganz viele Fotos, jeweils eine Minute. Beispielsweise eine Minute. Kann man auch 2 Minuten machen, kann man auch eine halbe Minute machen, so eben angepasst in Abhängigkeit von der Helligkeit des Nebels und in Abhängigkeit von äußeren Witterungsbedingungen. Das heißt, wenn Wind da ist, dann kann man eben nicht ganz so lange belichten, weil dann 600er eben wackelt. Okay, so jetzt, wie findest du den Nebel überhaupt? Das ist das Spaßigste. Man lernt sich zu orientieren. Das heißt, man lernt die Sternbilder, man lernt, wo ist der Schwan, wo ist ganz einfach jetzt am Anfang der Orionnebel. Und dadurch weiß man anhand von Sternen, wo Nebel ist. Und dann macht man zum Beispiel eine Langzeitbelichtung. Auch dieser, wie nennt sich das denn, dieser Langzeitbelichtungsmodus von den Sony-Kameras, dass man so im Live-View deine Bilder stackt und dann mehr sieht. Ich weiß nicht, das kannst du auf so einen Customize-Button legen, der ist auch Gold wert. Da siehst du eben den Nebel im Live-View und das hilft dir eben. Ja, und okay, so, dann machst du, wie viel Aufnahmen hast du jetzt, sagen wir mal, für den Orion-Nebel gemacht? Da? Nee, den Pferdekopf ist das in der Mitte, oder? Nehmen wir Orion. Für den Nebel hier zum Beispiel, glaube ich, nur 30 Minuten. Also 30 Bilder eine Minute, sowas. Zum Beispiel. Also das war relativ wenig. Okay, so jetzt hast du 30 Aufnahmen. Was ist denn auf einer der 30 Aufnahmen zu sehen? So viel nicht. Also ein bisschen weniger. Und man versucht dann eben diese Bereiche rauszuholen. Weißt du, du kannst dir das vorstellen, du hast ein sehr dunkles Bild und du versuchst diese Tiefen extrem rauszuholen. Extrem. Das heißt, deshalb die vielen Bilder, weil wenn du dann eben 100 Bilder überlagerst, dann gibt es kein Rauschen erstmal mehr, weil du eben das Rauschen rausmittelst und du machst eben auch noch viele andere Frames. Das heißt, du machst zum Beispiel Dark Frames, um dein Auslese-Rauschen, dein ISO-Rauschen rauszumindern, deine Hotpixel. Du machst Bias Frames, du machst Flat Frames, ohne den Nebel zu fotografieren. Das machst du auch noch im Nachgang. Das heißt, das ist auch noch mal eine Wissenschaft für sich. Und dann kann man die 100 Bilder überlagern und dann sieht man das fertige Bild. Was hast du bei so einer 1-Minuten-Belichtung mit dem 200-600, was sind da so die Einstellungen, die man da so benutzt? Welche? Also Blende ganz offen. Ich hatte hier das 600 mm F4, so viel Licht wie möglich rein, habe ich gesagt. Deshalb hier links auch diesen großen Stern. Das ist einfach wegen offener Blende und vielleicht nicht ganz perfekt. Da kann man auch viel optimieren. Ich bin da auch kein Super-Experte. Ich bin schon gut, aber es gibt da noch natürlich irgendwelche ESA-Astronomen, die das besser beherrschen als ich oder die Hubble bedienen. Und ISO 800 ist so ein bisschen ISO 800, ISO 640. Das ist dieses zweite native ISO bei einer A7 III, bei einer A7 R3. Das ist wichtig. Das heißt,
Mit ISO 100 würdet ihr zu lange belichten müssen, um Informationen zu bekommen. Aber bei 640, bei 800, in diesem Bereich, haben die Sony zumindest in der Dreier-Serie, in der A7-Dreier-Serie, sozusagen nochmal einen Sprung in der Dynamik, was die aufnehmen können. Das heißt, wenn ihr bei ISO 400 was aufnehmt, ist euer Dynamikumfang schlechter als bei ISO 800. Mhm. Das ist auch für jegliche Fotografie wichtig. Das heißt, wenn ihr Tiere fotografiert, geht nicht unbedingt auf ISO 400 und sagt, das passt. Vielleicht geht ihr dann auf ISO 800 und macht eure Belichtungszeit dann dementsprechend kürzer. Bei ISO 800 performt die Kamera besser als auf ISO 400. Ich habe immer gedacht, bei ISO 400 performt sie besser. Aber nein, jetzt bitte, du sagst nein. 800. 640 ist das Beste. 640 das ist der Sprung. Ist die perfekte ISO. Das ist die perfekte ISO, wenn man nicht auf ISO 100 kommen kann. Okay. Mhm. Weil sich was bewegt zum Beispiel. Ja. Oder Lichtbedingungen schlechter. Für alles, für Gegenlicht, für Ortszeiten, Reportagen, Produktfotografie. Genau. Da habe ich den größten Dynamikumfang. Wieder was gelernt. Der Dynamikumfang ist einfach gut. Okay, vom Rauschen, das ist wieder eine andere Geschichte. Dass vielleicht ein bisschen Rauschen mehr wird, das kann passieren. Dafür kann man dann eben mitteln. Das ist wieder wie die A7S III, die hat zum Beispiel ein drittes natives ISO auf 12.800. Das heißt, auf 12.800 performt die mit der Dynamik nochmal unfassbar gut. Das heißt, du kannst Nordlichter mit der A7S III im Live-View anschauen und es sieht unfassbar gut aus, weil die so ein guten Dynamikbereich hat in diesem Bereich. Was machst du denn hier mit dem Weißabgleich bei so einer Aufnahme? Da gibt's Kalibrierungsprogramme. Also wirklich, wenn ich das stacke zusammen, also die 100, sagen wir mal 100 Aufnahmen, dann gibt es Kalibrierungsprogramme anhand von Sternen. Ich wähle den Bereich aus. Hier sieht man ja viele Sterne, aber das ist auch reingekorbt. Man sieht noch außen mehr Sterne und dann kann das Programm in Abhängigkeit von der Sterngröße, von der Intensität, die Farbe kalibrieren, der Sternfarbe. Das heißt, das sind Daten von der NASA, die eine Gerade ergeben und du fittest, oder da kommt halt der Physiker dann ein bisschen durch, du legst dann eine Gerade durch und kannst anhand der Gerade deinen Weißabgleich machen in Abhängigkeit von der Intensität der Sterne und der Größe der Sterne, die du angibst. Und dann berechnet dein Programm, wie es eigentlich aussehen soll. Ja, dieses Bild, was wir jetzt gerade hier sehen, ist das gekroppt oder ist das der Ausschnitt, den du mit so einem 600 mm einfängst? Es ist schon ein bisschen gekroppt. Also ich würde sagen, wenn man das so einfängt, dann bräuchte man 800 bis 900. Ja. Aber 600 f4 war eben besser als 1200 f8. Okay, aber das ist abgefahren. Echt so mit dem 800er kommt man so nah ran. Genau, hier sieht man das. Ja, nee, das ist ja genau. Das ist unfassbar einfach. Unfassbar faszinierend. Ja. Das heißt wirklich, man bräuchte einen Star-Tracker, man bräuchte ein Stativ, 200, 600 oder 200, und dann kann man eigentlich anfangen. Cool. Und bei dir auf YouTube guckt man sich dann Schritt für Schritt an, wie du dann vorgehst. Genau, und wenn es noch Fragen gibt, mich anschreiben, auf den YouTube oder in das YouTube-Video kommentieren und dann beantworte ich auch die Fragen, wenn ich mal Zeit dazu finde. Ich versuche immer mal Zeit zu finden und mache das gerne, wenn es dann Fragen gibt. Gibst du auch Workshops hier zu dem Thema Deep Sky? Gerade noch nicht, weil ich es ja selbst auch noch verbessern will. Ja. Ich muss das auch noch perfektionieren, um Wissen weiterzugeben. Mhm. Workshops gibt es nur für Astrolandschaftsfotografie. Mhm. Cool. So, jetzt wir haben noch 3 Minuten, deswegen gehe ich so mal ein bisschen die Fragen durch. Heiß und gefährlich, haben wir 100, haben wir. Hast du vielleicht Bilder von Antares? Nicht, dass ich wüsste, was das ist, aber Carlos fragt das. Ich hab Antares auf 135 mm, aber da bin ich eigentlich gar nicht so selbst damit zufrieden. Aber ich kann gerne mal die Bildschirmfreigabe stoppen und kann einfach mal auf meinen Instagram-Channel, da kann man eigentlich auch Werbung machen, gehen. Da sieht man meinen Instagram-Channel. Ich glaube, ihr seht das jetzt auch, hoffentlich. Ah, super. Ja, da ist auch das Flugzeug gewesen eben. Richtig. Irgendwo könnte hier Antares sein. Ich hoffe, das sind so ein paar Deep Sky-Fotos. Ich glaube, hier ist der Pferdekopfnebel.
Ja. Wie man sieht, das ist der Pferdekopf, der in der Mitte, der kleine. Den habt ihr einmal in Falschfarben, Orion kennt ihr. Der Mond mit dem coolen Farben finde ich am Das ist faszinierendsten. ja cool. Sag mal, warte mal ganz kurz, der Mond, wie hast du den? Muss man den auch mit so einem Nachführungsding fotografieren? Muss man nicht unbedingt, aber wenn man zu faul ist, immer neu zu justieren, macht man das trotzdem. Aber muss man nicht. Man kann mit einem Video, was man zum Beispiel mit 25 Frames aufnimmt in 4K, kann man eben 2000 Fotos aufnehmen, ganz schnell. Und die kann man stacken, zusammen, um Atmosphäreneinflüsse rauszumitteln. Weil du musst ja sehen, wenn du so nah auf 1200 mm fotografierst, dann ist nicht jeder Bereich scharf. Das ist ein ziemlich cooles Foto, sag mal. Auf jeden, oder? Du hast, glaube ich, auch einen Shop, ne, wo du die verkaufst. Ich glaube schon, aber der könnte auch nicht mehr aktuell sein gerade. Ich weiß es nicht. Aber so ein Mond würde ich mir an die Wand hängen, hör mal. Der sieht auch fantastisch aus. Gibt es auch in, der hat bestimmt 50, 60 Megapixel. Du kannst da reinzoomen und siehst jeden Krater. Das ist unfassbar schön. Und die Farben kommen eben durch Anlagerung. Da ist nichts reingefotoshoppt, also nichts reingemalt. Es wurde nur Sachen verstärkt. Das heißt, das Rot ist da ein Rot und das Blau ist auch ein Blau. Und das sind halt zum Beispiel Eisenoxide, Titanoxide, die dort vorhanden sind. Und das heißt, unser Mond ist gar nicht so weiß, wie er eben aussieht, sondern ist eben auch sehr mineralhaltig. Das ist ja cool. Finde ich cool. Ja. Hier ist der Mond mit der ISS. Ja. Da ist Antares. Ja, habe ich sofort erkannt übrigens. Das ist mein Foto, ich bin nicht ganz zufrieden damit. Aber ist okay. Sieht in Ordnung aus. Die Farben sind schön. Habe ich auf Teneriffa aufgenommen. Und dann hier diese mit 135, mit 135 mm. Das heißt, auch wenn du deinen 70-200er hast, aufgestellt auf 135 und dann nimmst du das auf, das sind vielleicht eine Stunde Belichtungszeit. Wahnsinn. Genau wie das auch. Das ist die Orion-Region. Das, was du gesehen hast, in der Mitte, das ist dieser Pferdekopfnebel. Den hast du mit 600 nah gesehen. Und das ist der Orion-Nebel. Den hast du auch mit 600 gesehen. Da, wo ich das YouTube-Video präsentiert habe. Und insgesamt mit 135 sieht man mal diese ganze Region. Und da sieht man eigentlich mal, was bei uns im Weltraum los ist. Also hier siehst du jetzt auch wirklich diesen Emissionsnebel im Infraroten. Und unser Weltraum ist halt einfach farbenfroh und da passiert einiges. Und du kannst im Endeffekt kannst du deinen 600er nehmen oder deinen 135er, gehst irgendwo drauf und es ist wie ein Überraschungsei. Du belichtest mal eine Minute und auf einmal siehst du Farben, Dinge, die du noch nie vorher gesehen hast. Dann stößt du auf einen Spaghetti-Nebel, dann stößt du auf einen Qualmnebel und sowas. Das ist einfach eine ganz neue Welt der Fotografie und fantastisch einfach. Und du kannst, egal, wo du hingehst, du findest immer was Cooles. Sternenhaufen, Universen, das ist wie Science Fiction. Du brauchst kein Hubble dafür. Du brauchst einfach nur eine Sony-Kamera oder auch eine, es geht auch mit anderen Kameras, aber jetzt passt es hier so gut, und eine Linse und eine Nachführung und ab geht's. Also, ich sehe schon, alles, was du fotografierst, ist dafür gemacht, dass man sich klein und unwichtig fühlt. Ja, vielleicht. Oder eben faszinierend. Und man kann es in die Realität umsetzen. Das ist doch. Stefan, du bist ein unglaublich liebenswerter, leidenschaftlicher Freak und ich habe diese Stunde wieder mal total genossen mit dir. Und ich werde jetzt gleich einfach mir diesen Mond rausziehen bei dir im Instagram und werde mir den noch mal eine Stunde anschauen. Danke, ich kann dir den auch mal in hoher Auflösung senden, wenn du Bock Kannst hast. du wirklich? Ich Hast du müsste das? den haben. Also da würdest du mir einen riesen Gefallen tun. Ja, ich weiß doch, dass ich dir da vertrauen kann. Oh, ohne Scheiß, Stefan. Also den wirklich, den hänge ich mir hier an die Wand, also, weil ich den finde ich richtig, richtig geil. Das ist, ich habe den Mond auch noch mal ein bisschen besser. Da ist aber leider meine Festplatte gecrashed und dann sind ein paar Daten verloren gegangen. Seitdem habe ich ein NAS-System. So. Aber Stefan, gerne. ganz, ganz lieben Dank, dass du so schnell eingesprungen bist und für diese faszinierende Stunde, die ich sehr genossen habe. Und ja, von mir aus kannst du jede Woche kommen und wir können jede Woche über Wir Antares können immer und weiter noch reden. Also, Pferdeköpfe und Orion und weiß der ordentlich, Henker aber was ordentlich, da haben sprechen. wir jetzt auch noch gar nicht geredet. Also, es war mir eine Ehre, es war mir eine Freude und ich kann auch 10 Stunden reden, wenn ich Sehr will. gut. Und Und für alle, die diesen wundervollen Freak hier mal kennenlernen wollen, geht auf seine Workshops und lernt von ihm.
reist mit ihm durch die Gegend und unterstützt ihn, weil wir brauchen solche Leute. Das ist ganz wichtig. Dankeschön, lieb von dir. Stefan, ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal, laufen uns über den Weg und ich freue mich auf den Mond. Und ja, ich bleib bitte unbedingt gesund und geh nicht so dicht an Vulkan. Ich möchte noch ein paar Sendungen mit dir machen. Ja? Danke für alles. Danke fürs Zuhören. Danke an unsere Zuschauer. Danke für die Einladung. Und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend.